Hallo und willkommen zum fünften Teil der Videoreihe zur Restauration der PK50S. Im letzten Teil haben wir die Vespa bereits zum Laufen gebracht. Heute werden wir uns die Front vornehmen und sehen, was es da noch alles zu tun gibt. Los geht's nach dem Intro. Nachdem wir ja bereits im ersten Teil festgestellt haben, dass die Gabel verzogen ist, werden wir die heute demontieren und beginnen mit der Demontage des Vorderrades. Auch die nicht mehr ganz intakten Sturzbügel am Rahmen und Kotflügel werden jetzt demontiert. So wie auch die Schutzgitter der beiden Blinker, wie wir es bereits beim Heck gemacht haben. Für den Zugang zum Kabelbaum demontieren wir die Abdeckblende und stecken die Hupe ab. Zum Ausfädeln der Seilzüge demontieren wir jetzt auch die Kunststoffabdeckung am Lenker. Hier fällt schon mal auf, dass der Tacho mit einer sehr spannenden Konstruktion befestigt ist. Das liegt vermutlich daran, dass das Gehäuse vom Tacho bereits beschädigt ist. Auch der Test mit dem Schraubenzieher hat bestätigt, dass der Tacho leider nicht mehr zu gebrauchen ist. Jetzt haben wir Zugang zu den Seilzügen, die für die Demontage der Gabel und damit auch des Lenkers ausgehängt werden müssen. Wir beginnen mit den Schaltseilen. Dazu muss nur der Sicherungssplint der Schaltrolle entfernt werden. Dadurch lässt sich die Schaltrolle vom Schaltgriff herunterschieben und die Schaltseile können ausgehängt werden. Im nächsten Schritt demontieren wir den Seilzug für die vordere Bremse, der im Lenker durch die Gabel nach unten geführt wird. Auch die Tachowelle, die ohnehin getauscht werden muss, wird jetzt demontiert. Die Tachowelle und der Bremsseilzug können jetzt von oben durch die Lenksäule ausgefädelt werden. Auch die Komponenten des Kabelbaums, die zu den Bedienelementen am Lenker führen, werden jetzt abgeschlossen. Wie auch bei den Schaltseilzügen ist der Gasseilzug mit einem Splint gesichert. Achtet hier darauf, dass die Federscheibe und die Scheibe nicht verloren geht. Jetzt fehlt nur noch der Seilzug für die Kupplung
Zum Ausfädeln demontieren wir hier noch den Kupplungshebel. Nach der Demontage der Klemmschraube kann der Lenker jetzt von der Lenksäule abgezogen werden. Dafür müssen natürlich alle Kabel und Seilzüge ausgefädelt werden. Wir nehmen uns jetzt die Lagerung des Schaltgriffes und des Gasgriffes vor, nachdem die über die Jahre auch schon etwas schwergängig geworden sind. Dazu reinigen wir die Oberflächen zuerst mit Bremsenreiniger. Und bearbeiten sie dann mit Schleifvlies. Für die Leichtgängigkeit werden die Flächen jetzt noch mit Teflonspray eingesprüht. Dieselbe Prozedur wiederholen wir jetzt auch am Gasgriff auf der anderen Seite. Da die Züge teilweise schon beschädigt oder schwergängig sind, werden wir die alle tauschen, lassen die jetzt aber noch zwecks der richtigen Anordnung eingefädelt. Zur Demontage der Lenksäule lösen wir im nächsten Schritt die Sicherungsmutter. Dafür gibt es eine eigene Lenkkopflagernuss, aber es geht auch einfach mit Hammer und Schraubenzieher. Jetzt kann die Mutter am Lenkkopflager, über die auch das Lenkkopfspiel eingestellt wird, gelöst werden. Das obere Lenkkopflager sieht noch gut aus, kann nach der Reinigung wieder verwendet werden. Die Lenksäule lässt sich jetzt nach unten aus dem Rahmen ziehen. Wenn man bedenkt, dass der untere und obere Bereich der Lenksäule parallel verlaufen sollten, sieht man hier nochmal, wie stark die Gabel verzogen ist. Im nächsten Schritt können wir jetzt den Kotflügel von der Lenksäule demontieren. Hier sind die Schrauben auch schon etwas eingerostet und wir müssen zu härteren Mitteln greifen. Nach kurzem Kampf lässt sich jetzt der Kotflügel von der Lenksäule abnehmen. Im nächsten Schritt kümmern wir uns jetzt um die steckende Fußbremse. Dazu lösen wir im ersten Schritt die Schrauben für die Fußbremsmechanik. Und können die Fußbremse dann nach unten aus dem Rahmen ausfädeln.
Zur endgültigen Demontage der Fußbremse lösen wir jetzt auch noch den Bremsseilzug am Hinterrad. Jetzt kann die gesamte Einheit mit dem Seilzug nach vorne ausgefädelt werden. Nach grober Reinigung und Entfernen des Sicherungssplints kann jetzt das Bremsseil ausgefädelt werden. Bei der Gelegenheit überprüfen wir gleich die Funktion des Bremslichtschalters. Hier handelt es sich um einen sogenannten Öffner. Das bedeutet, dass der Schalter im betätigten Zustand, was in unserem Fall bei nicht betätigter Bremse die Ausgangsposition ist, den Kreislauf öffnet und somit das Bremslicht erlischt. Wie man hören kann, ist die Funktion soweit nach wie vor gegeben und der Schalter kann so weiterverwendet werden. Wir schmieren jetzt die schon etwas korrodierte Lagerung des Bremspedals mit Kriechöl, lassen das ein paar Stunden einwirken und damit ist auch die Leichtgängigkeit des Pedals wiederhergestellt. Wie die Sturzbügel entfernen wir jetzt auch noch die nicht mehr allzu schön anzusehenden Fußrasten. So viel zur Bestandsaufnahme an der Front der Vespa. Ich werde mich jetzt um neue Teile wie eine gut erhaltene Gabel und einen Tacho kümmern und im nächsten Teil werden wir dann die Front wieder neu aufbauen. Ich freue mich auf Feedback eurerseits zum Video und zur Restauration und sage für heute danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!